Ein letzter prüfender Blick auf den Tablettenschieber und ja, so ist es. Es ist wohl schon wieder eine Woche um. Baywatch Berlin geht los. Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, liebe Tiere, liebe Pflanzen. Es geht wieder los. Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Ausgabe. Man soll mit Pflanzen reden. Deswegen dachte ich, kann man die auch schon mal herzlich willkommen heißen. Pflanzen, denen tut das nämlich nachweislich gut. Da kommt jetzt wieder irgendeiner mit so, der so eine Kette hat, wo so ein Stein dran hängt und sagt, es gibt eine Studie aus. Und wenn man mit Pflanzen redet, dann wachsen die ganz, ganz toll. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob man da einfach einen Podcast laufen lassen sollte. Mit Pflanzen reden, ja. Volllabern, weiß ich nicht. Soll man Pflanzen volllabern? Ich habe gerade gestern die Story gehört, also es sind also Gerüchte und von wem weiß ich auch schon nicht mehr, aber dass Nena teilweise auf Drehs nicht fähig war zu drehen, weil sie gerade die Schwingungen des Waldes gespürt hat, in dem der Dreh stattfinden sollte. Ja. Und sie da jetzt eher die Zeit drauf verwenden wollte, die Bäume zu umarmen, als jetzt zu drehen. Das ist so ein Ding, also das geht nochmal einen Schritt weiter, aber ich bin ja großer Fan von Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume. Das ja. ist ja auch so, praktisch so ein Buch über Natur für Leute, die davon keine Ahnung haben. Das ist also so einer, der erwachsenen Leuten den Wald erklärt, als sei man ein Kind und deswegen ist es interessant. Und ganz viele Dinge sind sich vielleicht auch, also nicht alle Experten einig, ob die nun wirklich miteinander kommunizieren über so ein hör mal auf zu bellen, Schmidt. Bellst du wieder? Das ist der scheiß Hund da von Katar. Katar, mach den Hund weg! Oh, jetzt zeigt Schmidt hier mal sein wahres Gesicht. Jetzt steht der Hund da vor Tierfreund Schmidt, hier zeigt er seine hässliche Fratze. Der bellt die ganze Zeit, der steht vor der Tür und bellt mir ins Ohr. Ne? Der spielt da ganz niedlich und süß. Wir sind hier immer noch im Büro, ne? Nicht im Toys R Us für Hunde. Aber ich finde es vollkommen okay, wenn ich alle Tiere herzlich willkommen heiße, dann wollen wir nicht in den nächsten drei Minuten... Und wenn die dann zurückbellen und Hallo sagen, dann beschweren sie dich. Ja, dann kriegen sie direkt die Türkante ab. Ja. Guck mal, wie da die Laune von Jakob Lund wieder nach oben gepetert wird. Ne? Weil die ist ja eh fantastisch. Nein, die ist doch fantastisch. Ich glaube, nein, wisst ihr, warum meine Laune schlecht ist? Ja. Soll ich es euch sagen? Also es kann sein, dass das, was ich euch jetzt praktisch über mich erzähle, was ich rausgefunden habe, dass das auch auf euch reflektiert und euch auch schlecht fühlen lässt. Aber das gehe ich eines Risiko. Ich bin gespannt. Ich bin alt und ich habe das jetzt festgestellt. Ich habe festgestellt, dass ich gar nicht so alt bin, wie ich mich fühle, nämlich jung. Sondern ich bin alt. Ich bin 35 Jahre alt, mein Name ist Jakob Lund und ich bin alt. Und ich habe es rausgefunden. Ich habe letzte Woche Super Bowl Halftime Show geguckt, ne? Und dann dachte ich, ey, da sind ja richtig coole Leute dabei. Der Eminem und der 50 Cent und Dr. Dre, endlich mal was hier für die jungen, coolen Kids. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, wann kamen denn diese Alben alle raus? Mhm. Das war ja irgendwann Anfang 2000. Das ist ja 20 Jahre her. Moment mal, wenn ich mich an was ganz lebendig erinnere, was 20 Jahre her ist, dann könnte es sein, dass ich gar nicht mehr so jung bin, wie ich dachte. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir vor allen Dingen alte Leute früher dadurch aufgefallen sind, dass sie sich immer genau an Jahreszahlen erinnern. Und dann habe ich irgendwie an die WM 2002 gedacht und habe die nochmal so vor meinem inneren Auge rekapituliert. Und dann ist mir aufgefallen, ich weiß genau, dass das 2002 war, wie die Alten, auf die ich früher herabgeschaut habe. Dann habe ich in den Spiegel geschaut, habe ganz lange in mein Gesicht gesehen, habe die Falten gemustert an den Augen und auf der Stirn, bin mit den Augen meinen Bart abgeschritten. Und dann habe ich gesehen, ach du Scheiße, der ist an den Seiten ganz grau. Ich zeige euch das mal, guck mal, seht ihr das hier? Ja. Das ist uns schon aufgefallen. Das ist alles grau. Das ist richtig grau. Ja. Das ist unfassbar grau. Und dann ist mir klar geworden, fuck Leute, wir sind alt, ich bin alt. Mhm. Und dann ist mir noch ich habe gestern Fußball geguckt, Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Und dann sind meine Augen so nach rechts zu dem, wie Fernsehleute sagen ja, Corner-Logo, ne? Der Senderbug. Ja. Da wo so draufsteht, was das für ein Sender. Und dann stand da Amazon. Dann dachte ich, ich bin so alt, dass bei mir da noch früher ZDF stand oder Sat1, wenn ich Champions League geguckt habe. Aber das geht doch alles los wie so ein Film. Und jetzt steht da das Logo von einem Paketversand, der früher als Buchhandel angefangen hat. Und da dachte ich, Leute, es ist vorbei. Und seitdem bin ich traurig. Aber geht das nicht alles los wie so ein Film eigentlich, den man so kennt, weißt du, wo dann einer so vorm Spiegel steht, sich mustert, sich so sein mit den Fingern so die Falten abschreitet so über die Stirn und dann irgendwann sagt er so einen Entschluss fasst. Und meistens geht dann so der Film los,
so ein Roadmovie, er möchte, weiß ich nicht. Ah, noch, genau, mit so einer geilen er will Musik, jetzt noch ne? Einen, so, dann steigt der Affe auf den Schulze Beifahrersitz und es the geht Blues los. Oder sowas, weißt du? So, ja. Dass das heißt, also, er muss jetzt doch mal los. Ich glaube, es war Horst Krause, ja. Ich weiß gar nicht, worum es da ging in dem Film, aber irgendwie so ein Mann, der sagt, weißt, das kann es ja. Doch nicht gewesen sein und dann musst du doch ja. Die eine Sache machen und am Ende landet der dann irgendwo am Meer und ist tot oder so, ja? So, aber auf jeden Fall, bis dahin ist noch alles gut, aber ich muss dir sagen, bei der Super Bowl-Sache, das habe ich mir natürlich auch angeschaut, als eigentlich das Hochamt des internationalen Entertainments. Man weiß, die Halftime-Show, das muss das Größte sein, was auf der Welt möglich ist, weil das eben eines der größten Events ist. Alle gucken hin und so. Da nochmal so Hip-Hop als große Mainstream-Kultur zu präsentieren, okay, ne? Aber trotzdem, es hatte was von Krümelstadel. Was? Wie bitte? Es waren vergleichst du gerade die Super Bowl Halftime-Show mit Krümelstadel? Ja, es war ein bisschen, ich fand es auch bildlich jetzt nicht so interessant, wie es hätte sein können. Es war auch so ein bisschen dieses Weiß überall, so irgendwie, wie sich Leute 2005 die Zukunft vorgestellt haben, ne? Dass dann alles weiß ist. So, ne? So alles aussieht. Es gibt auch so Hotels, die wurden auch ungefähr so Anfang 2000 gebaut. Die sind, dann hast du das Gefühl, du schläfst in einem iPod. Weil irgendwie so alles gedacht wurde, so wird das dann mal aussehen. Und dann natürlich halt diese älteren Leute, die dann auch noch alte Songs singen. Zwischendurch kommt dann Kendrick Lamar und lässt mal so ein bisschen erahnen, was jetzt als eher so als Zwischenstück zwischen diesen zwei Welten. Und das ist aber auch schon 10 Jahre. Ja, ja, klar, ich sag ja, als Zwischenstück, ja, einer, der sowohl das eine als auch das andere noch kennt und so, der zeigt zumindest mal, was möglich ist, aber die aktuell gerade so, kommen also gar nicht. Und deswegen dachte ich, es ist so ein bisschen, wo man sagt, ja, in Pagera kann man auch auf eine Party gehen, auf Mallorca. Und da sind dann eben die. Jetzt will ich ja von euch wissen, Schmidti, seid ihr auch alt? Das will ich erst gerne noch wissen. Ob ihr auch, also ich habe festgestellt, ich bin alt, Haken dran. Ich will wissen, seid ihr auch alt? Ja, da habe ich schlechte News für dich, Jakob, ne? Ich muss sagen, in deinem Alter habe ich mich noch wirklich gefühlt wie der Morgentau. Ne? Und das wird jetzt in jedem Jahr, potenziert sich das in Scheiße. Aber und ich habe jetzt so zum einen, was mir ist das der Titel Angst von deinem macht, neuen Buch? Ja, was mir wirklich Angst macht, ich befürchte das, was du jetzt eben angekündigt hast, nämlich, dass du dich ja im Kopf noch fühlst wie ein 16-Jähriger. Ne? Das wird sich bis ans Lebensende nicht ändern. Ich glaube, echt? Ist das die News? Ich glaube, auch mit 70 werden wir zusammensitzen, hier Podcast machen und immer noch denken, wir haben es irgendwie noch drauf. Und irgendwie können wir es gar nicht fassen, dass unser Körper unserer geistigen Reife nicht hinterherkommt. Ja. So, und ich glaube, das damit sich abzufinden, das wird das große Ziel, nee, nicht das große Ziel, die große Aufgabe im Leben. Und aber plädierst du jetzt dafür, dass man sich mit 70 bewusst ist, dass man alter Old Fart ist? Oder sagst du, das ist eigentlich cool, dass man mit 70 noch denkt, man ist noch voll dabei? Ich glaube, man muss sich damit früher abfinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss, du mit 35, du musst jetzt mal langsam, ja, das machst du auch alles richtig. In den Lebensabend schippern? Ja, also soll ich jetzt schon? Ja, es wird nicht besser, ne? Also ich glaube, biologisch stirbt man ab 20. Also jedes Jahr ist eigentlich ein Weg zum Tod. Ja. Ich möchte, dass ihr mich nur noch Klaas Titus Häufer Umlaufen nennt. Weil ich jetzt auch, ich will auch so cool sein, irgendwie noch so lange mitmachen. Mhm. Und ich habe also das Gefühl, I'm young, healthy and full of energy. Mhm. Es kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt gerade das erste Mal wieder mit jemandem in Kontakt bin, nach meiner Erkrankung. Ja, du hast Corona, ne? Ja, genau, ich bin doch nicht mehr ansteckend. Ich habe das jetzt genau zwischen zwei Aufzeichnungen gepackt. Zwischen zweimal Baywatch Berlin habe ich mir schnell ein bisschen Corona reingeschossen. Wie war es denn? Wie hast du dich gefühlt? Ganz normal. Es gibt nichts zu erzählen. Es war ganz normal. Ich war einen Tag ein bisschen müde, hab Mittagsschlaf gemacht. Ansonsten war es sehr langweilig. Aber wahrscheinlich, weil ich geimpft bin. Ne? Also irgendwie alles okay. Man hört ja auch von ganz anderen Fällen und Verläufen und so. Und meistens einhergehend ohne Impfung, manchmal sogar mit und so. Das ist also sehr unterschiedlich. Deswegen war ich natürlich auch gespannt, was ich da in der Lotterie bekomme. Aber ich muss sagen, es war ziemlich langweilig. Und es war also insofern auch ein bisschen schön. Ich hatte wirklich das Gefühl, es ist wie so ein Sanatorium, dass man zu Hause einfach mal abgeschnitten ist von allem. Ich habe dann auch ab und zu mal, habe ich dich mal angerufen, Thomas, und immer wenn ich dich angerufen habe, gab es irgendwelche schrecklichen Nachrichten, irgendwas Furchtbares. Da habe ich immer so kurz, konnte ich in den Stream deiner schlechten Laune kurz mal die Hand reinhalten
Und habe die dann aber auch schnell wieder, also wenn man so einen Kopf aus dem Autofenster macht, ne, so ein Gefühl war das, dich anzurufen. Bei voller Fahrt. Und da habe ich einfach den Kopf wieder reingezogen und habe gedacht, nee. Ja, aber man hat auch gemerkt, Lars, du hast, also die Langeweile, ne, die, da ist Jakob auch fürchterlich drin, ne, wenn er Langeweile hat, ne, dann ruft er Gott und die Welt an, da glüht die ganze Zeit das Telefon, da muss irgendwie, da merkt man, jetzt schreibt er wegen irgendeiner Scheiße, jetzt geht's da 17 Seiten über HBO-Serie oder sonstiges, oder er ruft dreimal an, ob man schon in der Mittagspause war und so. Und so ist es bei dir jetzt auch gewesen. Also man hat schon gemerkt, du hast so zu Hause so ein bisschen auf heißen Kohlen gesessen. Da hast du dir gedacht, was machen die denn da in meiner Firma eigentlich? Ne? Naja. Ich will auch wieder auf dem Schulhof. Ja, so ein bisschen wollte ich natürlich wissen, was los ist. Man hat ja auch so ein relatives Zeitempfinden. Man hatte wie das Gefühl, man war ein halbes Jahr weg. Das ist wie früher, wenn man damals vor Internet noch im Urlaub war mit den Eltern und dann wieder nach Hause kam, immer nur so die 5 Tage alte Bild am Sonntag mal irgendwo am Kiosk gekriegt hat in Griechenland und ansonsten eigentlich im Prinzip nur übers Telefon wusste, was ist denn bei euch so los? Als man das so reingeschrien hat ins Telefon, ne? Irgendwo am Kiosk, weil es da billiger war, hat man so reingeschrien gesagt, was ist denn, ist bei euch auch schönes Wetter? Und dann, wenn nicht gerade irgendwo Krieg war, dann hat man ja immer nur die Antwort bekommen, nein, alles in Ordnung. Ja. Und dann ist man also nach Hause, hat sich sofort die Zeitung geschnappt, gesagt, okay, was war wirklich los? Das ist ja mittlerweile anders, aber dieses Gefühl, das bleibt immer noch dieses Phantomgefühl, dass man irgendwie nichts richtig mitkriegt und dass wahnsinnig viel passiert sein muss. Und man kommt hin und meistens hat sich exakt nichts geändert, wie immer im Leben. Ja, man ist, glaube ich, heute nicht mehr bereit, was zu verpassen. Das ist, man war früher, auch wie du es erzählst, wenn man in Urlaub gefahren ist, wusste man, man wird was verpassen. Und da diesen Vertrag ist man eingegangen. Und ich glaube, das war auch irgendwie schön und das hat einem eigentlich seelisch gut getan, dass man auch mal gemerkt hat, es ist alles auch nicht so wichtig, ne? Aber so durchs Handy und ständig irgendwie irgendwelche Push-Nachrichten und diese schnelle Informationsweiterreichung ist man ja gar nicht mehr in der Lage zu ertragen, dass man mal nicht dabei ist. Ne? Ständig, da ist eine Story bei Instagram, die will man gesehen haben, ein Tweet bei Twitter, den man gelesen haben muss. Man muss ja die ganze Zeit dabei sein. Und vielleicht ist das genau gut für dich, Klaas, dass du mal aus dem Karussell ausgestiegen bist. Freunde, hört doch auf, Freunde. Das fand ich immer interessant, wenn wir auf Reisen waren, Klaas, und manchmal hatten wir ja so Ziele, wo man kein Internet hatte. Also wirklich gar nichts oder auch kein Telefon. Auch kein Internet, Freunde. Also wirklich, Freunde. Und da fand ich immer interessant, weil man dann auch drauf brennt, irgendwann, komm, fahr schneller mit dem Kanu, ich will irgendwo hin, wo wieder Internet ist oder so. Da konnte man es wirklich kaum trauen. Da siehst auch jeder aus dem Team, hat er schon das Handy in der Hand, ist so zum Hotel gestürmt und sofort jeder, niemand mehr miteinander gesprochen, jeder in einer Ecke, hat geguckt, was passiert. Und jedes Mal... Freunde, komm, ist gut, Freunde. Was ist denn los, Klaas? Ich verstehe den Gag nicht. Es ist kein Gag, es ist eine neue Technik, die ich ausprobiere. Sorry, könntest einfach weiterziehen. Ich wollte diese Technik nur ausprobieren. Ich habe super viel Fernsehen geguckt und ich habe mir neue Techniken drauf geschafft, neue Gag-Erzähltechniken. Ich habe mal gucken, ob das auch bei anderen Leuten funktioniert. Es ist mir, ich glaube, ich muss so ein bisschen wieder zurück ins Kabarett, da wo ich eigentlich herkomme. Dazu kommen wir gleich, ich erzähle noch schnell meine Story fertig und dann kriegst du allen Raum der Welt. Ah, okay. Und dann war, also jedes Mal, wenn alle dann aufs Handy geguckt haben und den Empfang wieder gesichert war, man war regelrecht schockiert, um was für Nichtigkeiten es ging. Und das sind alles so Sachen, wo man wirklich, wenn man hier in Berlin ist oder hier in Deutschland, wo man denkt, das ist gerade das Wichtigste und jetzt hat der das getweetet und das gibt's ja gar nicht, ne? Haltet die Maschinen an, eine neue Zeitrechnung und dann sitzt man irgendwo im Dschungel und hat irgendwie, ich will jetzt gar nicht so eine Folklore aufmachen, dass man da ein anderes Leben gesehen hat oder so, Quatsch, also nach 2 Tagen ist man auch wieder derselbe Arsch wie vorher, aber de facto ist es so, für einen kurzen Moment kriegt man so einen Einblick da rein, wie beschissen egal das alles ist, womit man sich so Gedanken macht. Ne? Gerade in Sachen Internet. Das stimmt. Jetzt zu deiner Technik, Klaas. Was denn? Ja, ich weiß noch nicht, ob diese schon so gut ist. Ja, mir brennt es unter den Nägeln, zu erfahren, was das denn ist. Ja, ich habe einfach viel Fernsehen geguckt und ich komme ja, wie ihr wisst, vom Theater, ne? Ich komme ja eigentlich vom Theater, ich komme von den Brettern, die die Welt bedeuten und war ja oft auch Stacheln im System, bevor ich dann praktisch... Ich dachte, du warst bei Viva. Auch, klar. Also als ich dann praktisch, irgendwann wurde ich praktisch, also bin ich dann ins System gewechselt. Ach so. Aber vorher war ich Stachel im System. Da war ich ein unbequemer Geist.
Und hab also, warst du nicht einfach beim Zivildienst und dann direkt zu Viva nach Köln? Ja, aber da habe ich auch schon immer gesagt, was ich denke. Also ich habe auch sehr oft unangepasste Haltung vertreten. Ja, beim Friseur den Kunden da was ans Ohr gelabert, ne? Genau, ja. Also ich habe also sehr oft sehr unangepasste Sachen gemacht. Naja, wie, also was ich sagen will, ist, was ich, also jetzt lass mich doch, trink mich doch nicht so, Freunde, das hört auf. So, ich habe jetzt mir einfach ein paar Techniken überlegt, vielleicht kann ich die praktisch rüber retten in mittlerweile mein durchkommerzialisiertes Comedy-Schweinedasein, die aber so aus dem feinen Kabarett noch kommen, und das ist in den Applaus reinreden. Wir haben jetzt hier keinen Applaus, ne, was soll ich machen? Ne, wenn man also eine Pointe setzt, das sind dann so Leute wie Dieter Nuhr, Ingo Appelt kann das auch sehr gut. Ich habe also nur im ersten habe ich geguckt, das ist richtig gut. Ne? Viel Gender Gaga und so, also ist schon interessant, was man da alles rausholen kann aus dem Thema, ne? Wie viel da so drin steckt. Man meint es ja nicht, ne? Man kann wirklich ein halbes Jahr später einschalten, geht es immer noch um Gender Gaga. So. Liebe Grüße auch an Jürgen von der Lippe. Ja, Jürgen von der Lippe, auch richtig, ja. Auch viel Gender Gaga, ne? So. Und das ist dann immer, wenn die Leute dann so lachen, gerade wenn die so ein Hör-Hör-Lachen machen, ist es wichtig, dass man als Kabarettist das Publikum so scherzhaft ermahnt, dass sie da jetzt drüber lachen. Also Freunde, also das ist, jetzt lacht, also komm, nur ist gut, ja. Den, so. Also praktisch den Lacher auch direkt wieder selber abräumen, weil der praktisch nicht statthaft ist. Genau, den so ein bisschen abräumen nach dem Motto, ja, wir stecken unter einer Decke, wir lachen da zwar drüber, aber Leute, jetzt nicht so laut hier, ne? Wir räumen den jetzt mal weg. Ja, da gibt es einfach wieder Leute, die sich drüber aufregen. Ach Leute, Freunde, komm, also hört doch, ne? Oder man sagt nochmal, das ist auch so ein letztes Überbleibsel, was Sebastian Puffpaffen zur schönen roten Sieben mit rüber gerettet hat. Ist in den Applaus und in das Lachen des Kabarettpublikums ein Es ist doch so über den Applaus drüber sprechen. Es ist doch so! Aber Freunde, ist doch so! Das ist doch so, Freunde! Ne? Na, komm, jetzt ist gut. Ja, komm. Jetzt hier nicht lachen. Komm, Freunde, es ist doch so! Und sowas überlege ich mir jetzt. Und vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, die man in den Applaus reinsprechen kann. Vielleicht mache ich das jetzt bei Late Night Berlin, kommt ja demnächst wieder am 8. März. Mir hat jetzt ein Zuhörer einen Screenshot geschickt, und da heißt es, wie viel Drogenshampoos ist noch im Umlauf? Und dann hat er drunter geschrieben, oder anders gefragt, wann geht Late Night Berlin wieder los? Und ich kann sagen, am 8. März geht's wieder los, und ich brauche jetzt Sätze, auch von den ZuhörerInnen, die ich in den Applaus reinsprechen kann. Also generic Sätze, könnt ihr mir schicken. Ja. Generic Sätze, die immer funktionieren, wenn man die in den Applaus reinredet. So ins Lachen, in den Applaus, vielleicht auch so in den Tusch der Band, dass ich da so irgendwas habe zum Reinlaben. Es muss überall passen, weil ich die Themen natürlich noch nicht kenne. Ja. Ne? Jetzt hast du das aber ja vor allem gemacht, also du hast das ja jetzt während meiner Geschichte gemacht. Ne? Es ist doch so, Schmidt! Ja, jetzt frage ich mich, jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also hast du jetzt immer wenn ich rede, hörst du da Applaus? Ja, also da konnte ich mich besser darauf vorbereiten. Ich bin noch ganz am Anfang mit dieser Technik. Ja, das ist so, als wenn man so, als Kind kennt man doch, wenn man einen Zauberkasten kriegt und 3 Minuten, nachdem man das geöffnet hat, gibt es schon die erste Show für die Familie. Also man kann es noch gar nicht können. Natürlich geht alles schief, weil man noch nicht mal richtig die Karten ausgepackt hat. Aber sofort die erste Show machen, ne? Und dann geht natürlich alles schief. Was war denn eure beschissenste Vorführung als Kind, die ihr so den Eltern da mal da gereicht hat? Meine Eltern wären froh gewesen, wenn es einfach nur die Eltern gewesen wären. Ich war, habe ja sofort ganz peinlich, war ich so ein Kind, was sich jede Bühne gegriffen hat, die nur da war. Und im Urlaub. Da bin ich, meine Schwester hatte Tenniscamp, habe ich glaube ich schon mal erzählt, in so einem 3-4-Sterne-Hotel, war super, bin ich gerne hingefahren, und da gab es dann jeden Abend eine Show halt von den Animateuren, das war auch sehr gut, und einmal pro Woche haben die dann gesagt, dürfen Gäste jetzt eine Show machen, und da hatte ich richtig 800 Leute Publikum, und da durfte ich dann machen, was ich wollte, und dann habe ich da mein auswendig gelerntes Otto-Buch praktisch zur Aufführung gebracht. Hab den Sketch 28/7 bis zum bitteren Ende durchexerziert. Ja, es ist ja so, ne? Jakob?
Du, ich kann da wirklich gar nichts so explizit rausnehmen. Ich habe wirklich auch ständig irgendeine Scheiße vorgeführt und meine armen Eltern gequält und hatte meistens einen blauen Zylinder dabei auf und eine rote Nase. Und habe die da wirklich mit Dreck und Mist in den Wahnsinn getrieben. Aber auch wirklich alle 5 Minuten irgendeine neue Scheiße. Kann ich gar nichts speziell. Ich habe also das nicht mal durch irgendein Talent jetzt geglänzt. Also ich habe jetzt nicht mal eine Otto-CD auswendig gelernt oder Zaubertrick eingeübt, einfach nur. Und Thomas? Drauf los. Also alles wie heute auch noch, ne? Exakt. Hast du, Thomas, für deine Eltern denn ab und zu mal was Schönes gelötet? Hast du was mit den Echsen eintrainiert? Mit den Echsen, ja. Nee. Ich habe auch schon performt in meinem Leben, ne? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Und wie, ey? Ich mach's nicht oft, aber dann mit Perfektionismus. Das eine war, ich habe Playback gesungen als Klaus Meine von den Scorpions. Bei einer Schulaufführung habe ich Big City Lights oder so heißt. Nee, nicht Big City Lights, wie heißt der Song von Scorpions? Reich ich nach. Rock You Like a Hurricane vielleicht? Nee. Kein so, nicht so das. Eher so eine also B-Seite. Schon so ein bisschen mehr Indie, ne? Ja, die B-Seite. Ja. Okay. Das habe ich aufgeführt und für meine Eltern habe ich mal so ein komplettes Programm von Heinz Becker auswendig gelernt. Nein, Schmitti! Ja. Und kannst du noch einen Satz da draus? Nee. Komm, trau dich. Es ist auch gar nicht peinlich, das jetzt zu machen. Nee, klar. Aber wäre mir auch scheißegal. Aber leg ruhig richtig los. Ich kann es wirklich nicht, ne? Was mit der Hilde und dem Stefan, da habe ich keine Ahnung mehr, was ich da gesagt habe. Vielleicht machen wir es auf der Weihnachtsfeier, dass dann. Ja, hier ist Schmitti mit seiner Heinz Becker-Nummer. Genau, und die Applaus. Soll aber richtig, also wenn es witzig ist, muss die halt jetzt mal, Inhalt egal, aber es muss eine Dreiviertelstunde gehen. Ja, und ruhig mal sich auch die Zeit nehmen dafür. Ja, und dann auch die neuen Mitarbeiter direkt mal so, denen so das Gefühl geben, hier bin ich gelandet. Können wir alles machen, kein Problem. Würdest du das machen? Sagst hier, der Chef macht nochmal wieder sein Heinz Becker. Wo so, und die anderen, so die alteingesessenen Mitarbeiter, die dürfen halt gar nicht empfänglich sein für Verwunderung der neuen Mitarbeiter. Man muss dann so ganz selbstverständlich sagen, das macht er jetzt wieder, das macht er super. Und wenn dann irgendeiner dann so praktisch Verbündete sucht, die das auch komisch finden, ja, das ist der Gag. Das müsste eigentlich der übergeordnete, durchinszenierte Gag müsste sein, dass man, wenn man jetzt als neuer Mitarbeiter das nicht kennt und man sucht mit den Augen verzweifelt, sucht man Verbündete, dass man das verwehrt bekommt. Dass also alle super begeistert sind und keiner weiß, was daran jetzt merkwürdig sein soll, dass er eine Dreiviertelstunde Heinz Becker aufführt. Das können wir alles machen. Das fände ich witzig. Das machen wir direkt nach deinem großen Wunsch, den du seit 10 Jahren pflegst, weil Klaas will ja mich seit 10 Jahren überreden oder zwingen oder alle Techniken schon angewendet, dass ich mal ein Warm-up mache, ne? Ja, erstmal für dich. Erstmal für dich eins hinter der Bühne und dann für die Leute. Ja, das würde ich wirklich gern sehen. Ich bin gespannt, ob du danach Applaus hast, um deine neue Taktik da anzuwenden. Naja, die sind einfach froh, wenn es fertig ist, die Leute. Das ist natürlich eine andere Technik, dass man einfach sagt, der Mann soll weggehen. Mama. Also Leute, komm, wir kurbeln den Käse jetzt runter, ne? Ihr müsst da klatschen, damit das irgendwie so aussieht nach Spaß und dann, so kriegen wir schon hin. Also so ähnlich war die Stimmung auch bei, ich glaube, Rosenmund oder Fasnacht in der ARD. Da bin ich hängen geblieben diese Woche. Ganz fantastische Sendung, die wieder gezeigt hat, dass die ARD im Grunde unser Spaß- und Comedy-Sender Nummer 1 in Deutschland ist. Was die da an wirklich guter Laune und Spaß auffahren. Also die haben sich richtig Gedanken gemacht. Das war eine Karnevalsveranstaltung, ganz, ganz herrlich. Also wirklich üblich mit Bühne und aufwendigem Licht. Und aus irgendwelchen Gründen, die mir bis zum Ende der Sendung unerschlossen blieben, war Iris Berben im Publikum und wurde fleißig gegengeschnitten. Und dann kam es zum großen Highlight des Abends. Ein junger Mann hat sich Gedanken gemacht, wie kann man denn Spaß und das Thema Impfen praktisch so zusammenbringen? Und dann hat er sich gedacht, Mensch, es gibt ein Karnevalslied und das texte ich um. Und das war auch in dem Moment auch scheißegal, ob sich das reimt. Er hat dann wirklich 3 Minuten lang, so etwa wie du 40 Minuten Heinz Becker auf der Weihnachtsfeier durchziehen würdest, hat er Folgendes durchgezogen. Er hat dann, impf doch eine mit, stell dich nicht so an, hat er dann gesungen. Ah, und also da will ich einfach nur mal wieder sagen, Gratulation an die Gremien der ARD, das ist wirklich Humor vom Allerfeinsten, mehr davon. Aber euch kann man es nicht recht machen, ne? Wenn der nur den Finger in die Wunde legt, das ist nicht gut, dann sagt einer so, also will da die Impf Leute mitnehmen. Doch eine mit. Es ist doch so, stell dich nicht es ist so doch an. So, es ist doch so. War ganz fantastisch. Freunde. Karneval ist für mich immer der Beweis, dass man es schafft, aus jeder Idee den Spaß rauszuziehen. Also ich meine,
mit wie viel Mühe muss man sich etwas wie, stell mal Karneval in Rio, guck dir das an, das ist Lebensfreude pur, ne? Das ist da an der Copacabana, da am Zuckerhut, was da los ist, ne? Und dann schaffen es die Deutschen wirklich wie mit der Saftpresse da den Spaß rauszufiltern und in den Mülleimer zu werfen und alles, was überbleibt, ist Dezession oder was. Es ist doch furchtbar. Draußen irgendwelche halbtoten Besoffenen, verkleidet als Parkuhr, und drin irgendwelche Opas, die so eine Art Persiflage auf das Militär abgeben und das immer mittlerweile ernster nehmen als das echte Militär. Wobei ich sagen muss, als Schmitti und ich mal vor 10 Jahren beim Kölner Karneval waren und da war es dann irgendwann nach 17 Uhr, da sah die Zülpicher Straße auch aus wie die Copacabana. Das stimmt. Ja. Also das ist einfach eine Frage der Einstellung von ganz viel Alkohol. Ja, also ich weiß nicht. Ja. Ich bin mir da sehr, sehr unsicher. Ey, ich habe die ARD übrigens und diese fantastische Sendung empfangen auf meinem neuen TV-Receiver. Und ich habe nämlich da ein neues Gerät angeschafft aus verschiedenen technischen, sehr, sehr langweiligen Gründen. Aber ich habe das wieder so gemacht, dass ich meine alte Programmreihenfolge mühevoll eingespeichert habe. Also so, wie ich auf dem Fernsehen gelernt habe. Also so aus den 90er Jahren meine Lieblingsprogramme sortiert, weil die waren jetzt über bestimmt 5 Jahre durchwandert von den Sky-Kanälen, weil ich die weit vorne haben wollte, weil das eigentlich die einzigen Kanäle sind, bei denen ich immer hoffe, dass ich beim Zappen was Gutes sehe. Und das war auch viel so. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, die Sky-Kanäle auf eine Extraliste zu programmieren und mir die praktisch mal hin und wieder zu gönnen. Aber ich wollte praktisch mal wieder in dieses ursprüngliche Fernsehen. Das heißt, RTL 2 auf 17 oder so, so war das bei uns. Das sage ich euch gleich. Und ich will auch eure Nummern wissen, wo es praktisch darum geht, dass man wieder zappt. Weil ich bin eigentlich, ich komme aus der Schule des leidenschaftlichen Zappens und mir ist aufgefallen, dass wir durch diese ganzen Streaming-Dienste stärken wir eigentlich nur unsere individuellen Bubbles, ne? Weil wir kriegen die Sachen angeboten, die wir gern glotzen wollen, da steht dann irgendwie bei Netflix 98% Übereinstimmung mit meinem Geschmack und so und kriegt nur noch das coole Zeug, was man so gucken muss. Ja, ne? Scheiße. Und früher wurde ich inspiriert durch Zappen. Ich habe gezappt und dann hatte da irgendwie einer einen sehr witzigen, dicken Bauch und einen komischen Bart und dann habe ich dem 20 Minuten lang zugehört, egal was der zu sagen hatte. Dann hat er vielleicht über saure Gurken im Spreewald gesprochen und dann 3 Programme weiter hat irgendwie jemand seiner Mutter irgendwas gestanden und dann habe ich da auch mal kurz zugehört und da wurde ich inspiriert und diese Zeiten möchte ich im Grunde zurückhaben. Deswegen möchte ich mit euch kurz reden, was ist so die Programmreihenfolge eurer Jugend und ich lasse natürlich nur ein Dogma gelten, nämlich meins. Also ich sag mal die ersten 10. Und dann seid ihr dran. Mhm. Also ganz klar, weil sonst geht auch der Fernseher kaputt, auf der 1 muss die ARD sein. Ja. Alles andere ist asozial. Also kommt mir nicht mit, ich mach die geilen Sender vorne auf die 1, habt ihr gar keine Kontrolle über euer Leben. Super asozial, ihr seid Proleten. Auf der 2 ist das ZDF. Ist ja klar. Das ist so, das gehört sich nicht anders. Ne? Bis hierhin bin ich bei dir. Jetzt auf der 3. Das dachte ich mir. Und jetzt auf der 3, und ich glaube, da kann ich euch zumindest von überzeugen, wenn ihr es nicht so habt. Ich finde, auf die 3 gehört das dritte Programm der Öffentlich-Rechtlichen exakt. In der Stadt oder in dem Bundesland, Region. In dem man sich befindet. RBB. Das heißt, für mich Berliner ist, für mich als Berliner ist natürlich der RBB zu finden. Na klar. Früher SFB, ja, als Westberliner, dann ORB und jetzt RBB. So. Das heißt, Schmitti, bei dir muss da entweder der RBB jetzt, weil du in Berlin wohnst, es wäre aber auch in Ordnung für mich, das ist die Einschränkung, dass du dort zum Beispiel den SR, den Saarländischen Rundfunk drauf hast, weil du natürlich die Verbindung zur Heimat aber hast. Aber das kann ja doch, der NDR ja, auch aber, noch aber das Stadt kann man hat. Doch auf die 4 machen. Dass man, mal, nee, Moment um mal. Um Gottes Willen, dann kann ich mal drüber. Und hier, ne? Werden wir jetzt, aber hier werden wir uns jetzt zerstreiten und dann habt ihr das Wort, weil bei mir ist auf der 4. Oh. Achtung, bei mir ist auf der 4, und weil ich es gemacht habe wie früher, nicht weil es heute noch relevant wäre, ist auf der 4 NTV. Um Gottes Willen. Damit die Nachrichten close by sind. Quatsch. Oh Gott. Richtiger Quatsch. Und dann auf der 5 habe ich, als pretentious fad that I am, habe ich Arte. Ach, also jetzt damit ab und zu so ein bisschen nicht. Kultur reinflattert. Du hast und doch nicht dann als Achtjähriger auf der 5 Arte gehabt, du Affe, hatte ich. Halt dich, Arte. Und auf der 6, nee, komm, jetzt ist mal Sat 1. Sat 1 auf der 6. Pfeife, kannst dir. Du ihn bitte mal auf der 7 RTL. Nein. Pro 7 auf der 8. Nein. Auf der 9 Vox. Pfeife, jetzt stell den Mann ab, der ist irre. Auf der 10 Kabel 1 früher. Heute ist es zu schlecht. Heute ist es weiterhin. Nein. Das also ist alles falsch. Ich Jakob, sage, ist ich sage dir meine falsch. 10 Programme jetzt. Meine 10 Programme. A, also 1 ARD, ist klar.
2 ZDF sehe ich genauso. 3 das regionale Programm, da wo man gerade ist. Ja, so. Dann, also du sagst nicht der NDR, sondern der RBB. Der RBB muss auch da kommen. Der, auf die 4 muss das regionale Programm des, der Heimat, das ist bei mir der NDR. Ah, okay. Ja, da kommt Antje das Walross. Schmidt, die schüttelt den Kopf, dass man es bis hierher beben Da muss hört. Antje das Walross kommen oder Carlo von Tiedemann. Oft weiß man auch gar nicht, wen man da gerade sieht. Dann auf der 5 ist Bin ich gespannt. RTL. Was? RTL ist auf der 5. Auf der 5 RTL, das ist asozial. Das ist nicht asozial. Das gehört zu den 5 Zeichen, woran man erkennt, dass man selber asozial ist. Auf der 5 schon RTL. Ich habe. Auf der 5. In Oldenburg empfängt man, glaube ich, gar kein Arte. Also zumindest. So nah dran Haus an der nicht. ARD. Das sind nur 4 Unterschiede, 4 Zap-Bewegungen von der ARD. Das ist, du musst die feinen Sender mit den asozialen Sendern, da muss Puffer dazwischen. Nein, überhaupt nicht. Also auf die 6 kommt Sat.1. So. Da richtig, hast du deinen das ist absolut Puffer. Richtig. Unterschreibe so, ich sofort. Schmidt nickt. Auf der 7 kommt. Ist korrekt. Auf der 7, da muss ich jetzt mal richtig nachdenken, was war denn auf der 7? Kennt ihr noch die Programmoffensive damals, verzweifelter Versuch von ProSieben, die ProSieben auf die 7? Ja. Und dann gab es immer so Spots, wo dann so eine Sony-Fernbedienung, so, diese Olle mit der 7 war. Auf 7 war, Ruhe, ja. Auf 7 war Dreisat. Dreisat, das ist doch genauso prätentiös wie Arte auf die 5 zu packen. Dreisat, damit du die Kulturzeit nicht auf verpasst um 19 Uhr oder war was? War Vox. Das kann ich verstehen, war bei mir auf der 9. Auf der 9 war Kabel 1 ja, und auf der richtig, 10 war korrekt. ProSieben. Und du, was? Ja. Du kannst doch nicht ProSieben hinter Kabel 1 machen. Mann, dein studierter Fernseher, das ist falsch. Das hat mein Vater einprogrammiert, du Idiot. Was hat er sich gedacht? Schmitti, Sie haben das Wort. Ich habe gedacht, wir führen jetzt hier eine ernsthafte Diskussion, ne? Aber ihr musstet ja durch eure Clownerie von Programmanordnungen wieder sämtliche Diskussionen im Keim ersticken. Können wir jetzt mal das Thema einmal ernst nehmen? Dann sage ich euch, wie es gemacht wird. ARD sind wir uns einig, ZDF sind wir uns einig. Ne? Alles andere ist wirklich, das macht nur der Joker in Batman anders. Dann kommt natürlich... Ja, Herr Rainman, führen Sie aus. Natürlich kommt dann der RBB oder in meinem Fall der WDR, weil das ist das bessere RBB. Hat so ein bisschen mehr, die haben noch ein bisschen mehr Kohle, die können ab und zu auch mal was zeigen, was einen interessiert. Und die haben auch deswegen, eine Maus und keine Ratte. Ne? Moment mal, das heißt, du informierst dich dann abends vor der Tagesschau über die Kölner Lichter auf dem Rhein, anstatt hier, was irgendwie in der LPG wieder eine Sau explodiert. Ja, warum soll ich denn den Mief und Muff von Berlin mir auch noch ins Wohnzimmer holen? Da kann ich ja vor die Tür das gehen. Das ist ein gutes, ein sehr gutes Argument. Vom Rhein. Das Argument muss so. Ich kurz die bei Thomas... Ja, nein, Rhein. Aber das ist ein gutes Argument. Ja, ja, bei meiner ja. Mutter läuft zu Hause auch immer der NDR, wo ich auch mal sage, guck doch aus dem Fenster. Ja. Warum ist der Fernseher überhaupt an? Und siehst du, okay. Bei meinen Eltern ist es andersrum. Die wohnen im beschaulichen Saarland und die haben auf der 3 RBB, um sich anzugucken, in welchem Moloch der Sohn da hin, was der Bub macht. Was ne? der Bub macht, genau. Die wissen besser Bescheid, was hier abgeht als ich. So, dann kommt der Knackpunkt auf der 4. Ne? Ich will jetzt kein Geschrei hören. Ich erkläre es euch, warum. Auf der 4 ist natürlich RTL. Du bist schon geil, wenn wir so sind! Also. Ey, Schmitti, das musst du Schmitti, anders. Das programmiere ich dir es weg. Es war absehbar, dass du das hier, dass du das machst damit. Was glaubst du denn, was passiert, wenn du sowas sagst, Schmidt? Ich erklär euch törichten Menschen, warum. So, ihr kommt ja aus einer Zeit, ne, da gab's ja schon alles. Ne? Ihr kamt ja schon in die Welt, da war alles schon fertig gebaut. Ja, klar, ich bin noch aus natürlich, einer, Europa. War ich schon bin da. Aus einer Zeit, wo sich das alles entwickelt hat. Ne? Ich weiß noch den Tag, an dem man das erste Mal Internet zu Hause hatte und so. Ne? Und ähnlich verhält es sich mit privaten Programmen. Und es gab halt, ich weiß, meine Eltern hatten zu Hause nur die öffentlich-rechtlichen, ARD, ZDF und dann gab es noch den WDR oder den SR hinten dran. Und das erste private Programm, das irgendwie im Haushalt war und das man auch haben wollte, weil man Knight Rider gucken wollte, war RTL. Und deswegen ist das sofort die Alternative zu den Standard-öffentlich-rechtlichen Programmen und gehört deswegen auf die 4. Das heißt, du hast praktisch eine historische Programmierung gewählt. Ja.
Genau. So, und die ist bis heute erhalten. Das gefolgt, RTL 2 kommt dann auf der 5. Das nein, ich spare mir jetzt den, also können wir hier kurz den Schrei von eben in der kürzeren Variante reinschneiden. 3, 2, 1, bitte. So, dann. So. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht, RTL 2 ist wirklich, das ist zu asozial. Das aber du musst das im Kopf haben. Thomas hat damals den Fernseher programmiert, da hieß die Erde noch Pangea. Weißt du, da war noch alles miteinander, da sind die Kontinente noch nicht auseinandergebrochen. Das war einfach eine ganz andere Zeit, ganz kurz, in der das. Was wir zur Einordnung als Menschen, die ja seit heute erwiesenermaßen alt sind, sagen müssen, ist, dass eine klassische Fernbedienung, mit der man gezappt hat, hatte 9 Knöpfe, dann einen Strichknopf, mit der man dann 1 und 0 für die 10 drücken musste. Das heißt, die ersten 9 Plätze sind ganz entscheidend, weil für die war nur ein Knopfdruck nötig. Ja. Deswegen finde ich es also skandalös, dass ein Sender wie RTL 2 dann auch noch mittig in der Fernbedienung, weil das ist ja ein Zahlenraster 1, 2, 3, 4, 5, 6, die 5 in der Mitte, darunter nur 7, 8, 9, auf der 5, die man so leicht und so befriedigend drücken kann, dass da RTL 2 ist, das ist ein Skandal. Naja, wenn man RTL 2 oft guckt, macht es Sinn. Und das habe ich in meinem Leben wohl. Und dann kam nämlich auf der 6 kam Sat 1, auf der 7 Pro 7. Das ist richtig, Schmidti. Auf der 8 kommt okay. Kabel 1 und dann auf der 9 Vox. Ja gut, ja. Dann ja. kommen NTV und N24 und was es ist. Ja, zusammenprogrammiert, ist auch ein Klassiker. Ja, der Phoenix N24 hieß es damals N24. Noch, heute Welt. Ne? Ja. Und früher war auf der 10 MTV. Das ist aber lange her. Ja, okay. Also ich glaube, wir haben das den Themenkomplex, also sagt ihr, aber ich denke... Ja, einer hat es ernst genommen, andere haben sich da... Ich bin einfach ein moderner Typ, ich bin einfach jünger als du. Ich habe es natürlich in einem anderen Gesichtspunkt programmiert, nicht so historisch. Bei dir hat ja offenbar Helmut Kohl und wie hieß der andere mit den TV-Rechten? Helf mir mal, hier... Helmut Kohl und der... Leo Kirch? Genau, Leo Kirch. Helmut Kohl und Leo Kirch haben das persönlich bei dir so programmiert. Das ist korrekt, ja. Ich bin entsetzt. Also ich möchte jetzt eigentlich den Podcast nicht mehr weitermachen. Ich war so, ja. Mir war so langweilig das zwischendurch jetzt. Ich habe sogar Olympia geguckt. Jetzt während dem Podcast? Was? Nee, aber ich jetzt in meiner Zeit, da wo ich da zu Hause da probiert habe, die Welt vor mir zu schützen, da habe ich zu Hause gesessen. Und dann habe ich tatsächlich, also ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, ich will jetzt niemanden, der sportbegeistert ist, dann bitteschön, ne? Aber wirklich, also ich habe ja schon meine liebe Mühe beim Fußball, das ist ja nun allgemein bekannt. Aber Skispringen, Eiskunstlaufen und die ganzen anderen Gedöns, was die dann den ganzen von morgens bis abends machen. Also das zu machen, kann ich mir ja vorstellen, so weil Sport ja manchmal so grundlose Zufriedenheit auslöst, das verstehe ich ja noch, dass man dann irgendwie sagt, ich bin jetzt Hammerwerfer, weil aus irgendeinem Grund, oder Kugelstoßer, das macht mir irgendwie Spaß und ja, dann werfe ich hier ein paar, stoße ich hier ein paar Kugeln und danach bin ich gut drauf und dann bin ich irgendwie, geht's mir besser. Aber dabei dann noch zugucken, also Olympia muss ich wirklich sagen, how boring is it? Seht ihr das Klasse, genauso also wie ich? Wir sind jetzt, glaube ich, so irgendwas über 30 Minuten in diesem Podcast, ne? Ja. Und ich habe jetzt mal hier, ich habe mir es auch mal notiert. Ja. Du hast schon deine Abneigung gegen Karneval kundgetan. Ja. Ne? Dann gegen Dieter Nuhrs Kabarett. Oh. Dann Eiskunstlaufen. Alles Sachen, die du liebst, Schmidt? Skispringen, komplette Kacke. Olympia. Ja. Ja, scheiße. Ja. Ich frage dich, mein Freund. Gibt's auch was, was mir im Spaß Leben macht? Magst du denn? Also jetzt sind das in alles Sachen, von denen du explizit sagen würdest, du müsstest bei jedem einzelnen Punkt nochmal abwägen mit dir und deinem eigenen Gefühl, ob du das nicht vielleicht super findest. Also Jakob und ich sind bekennende Karneval-Freaks. Und Jakob ihr seid sogar noch ein bisschen mehr als ich. Ja. Dieter nur so, Ultras. Ich mag alle Karnevalslieder und singe die auch richtig gerne mit. Ja. Ja. Olympia, immer Töfte zum Einschlafen. Dann haben wir Dieter Nuhr, kann ich auch nichts dran finden. Der Mann hat sich bekannt, alt zu sein. Das ist ja immer noch unser Ziel, wo wir hinkommen du müssen. Du hast das lange nicht mehr geguckt, Schmidti. Ich gebe dir eine halbe Stunde. Nur im Ersten oder wie das da heißt. Ne? Oder nur auf der Bühne oder wie oder nur das Beste. Oder keine Ahnung, es wird doch irgendwie so ein Wortspiel sein. Ne? Nee, also Dieter Nuhr gucke ich auch wahnsinnig gerne, um unsere Brummifahrer besser zu verstehen. Ja, nur die Brummifahrer, die gut drauf sind, weil ich gestern noch gefickt habe. Schön gefickt. Oh, schön gefickt. Ihr habt so schön gefickt. Ja.
Ja, gab doch tatsächlich da irgendwo, gab es Klimaproteste, haben sie da irgendwie nervigerweise da irgendeine, ne, verstehe ich auch, wenn man irgendwo hin will, ne, dann Na Moment, das können wir nicht so, also es ist halt, Berlin liegt seit Wochen lahm, das ist erstmal ja, Zustandbestand, ich will jetzt nicht darüber reden, Menschen, das muss man aber erklären, weil sonst macht es keinen Sinn, ja, weil Menschen Autobahnauffahrten blockieren, ja, indem sie sich dort hinsetzen, teilweise sogar an den Asphalt teilweise kleben, auch mit dem sie wollen, ja, ja. Und das finde ich aber interessant, sie wollen dafür einstehen, dass Supermärkte das Essen, was sie wegschmeißen, nicht wegschmeißen, sondern spenden. Das ist ja eigentlich vernünftig. Super Sache. Aber sie legen damit den kompletten Berufsverkehr der Zivilbevölkerung lahm. Ja. Letzte Woche musste eine Frau mit der Polizei, die ihr Kind bekommen sollte, weil die nämlich hochgradig schwanger ist, mit der Polizei aus dem Stau geholt werden, weil die da fest ist. Ja, will ich ja auch, was soll man da jetzt für eine Meinung entwickeln? Die hat man ja schon, ne, zu diesem Thema, ne? Ja. Und teilweise kleben die sich da fest oder man weiß noch nicht, vielleicht sind sie auch versehentlich kleben geblieben, weil also dann die Hose vielleicht einen Tag länger schon anhaben. So, aber dass dann ein Brummifahrer, unsere Brummifahrer wird dann interviewt von irgendeinem besseren Leserreporter da, ja, ne? Irgend so einer, der sich da hochgejazzt hat zum Reporter. Und wie finden Sie das, dass die jetzt hier eine Stunde einfach so warten müssen? So, dumm gefragt, ne? Suggestivfrage, sag ich mal. Ja, kleine Suggestivfrage. Und die wollen natürlich, dass der dann da hochgeht wie die Tellermine, die er ist. Und genauso ist es auch passiert. Er ist also ausgerastet, hat das dann geschrien und so. Und ja, okay, dann hat er gesagt, irgendwie, ich habe schön gefickt gestern und deswegen rege ich mich nicht so auf, okay, naja, so, aber was dann danach passiert ist, das ist wirklich, also sag mal, dann lieber auf die Straße kleben, dass man den dann so hochjazzt zu so einem Kult. Der wird zum Promi der gemacht. Der wird zum Promi gemacht. Das ist wie der Brummi-Promi. Das ist wie in so einem Film, wo dann einer irgendwie was sagt, stimmt, und dann auf einmal die, also es gibt doch immer so Filme, wo dann einer so aus Versehen einen Satz sagt und dann die ganze Welt darauf reagiert und dann ist der auf einmal eine Catchphrase. Ist ein Promi, so wie dieser Jeremy Meeks oder so, weißt du, so ein Prominenter, der dann so einen extrem attraktiven Mugshot hat und auf einmal ist er Model und so, ne? Und bei dem auch. Der wird dann, also dann da gefilmt und dann nächsten Tag darf er zu, das ist eigentlich wie eine Folge Simpsons, weißt du, wo Homer dann immer wieder den einen Kultsatz sagen muss. Ne? Er hat so einen Kultsatz, für den er dann bekannt wird und dann wird er mit diesem Kultsatz, darf er dann in den normalen Nachrichten und ganz Amerika sagt den Kultsatz und das ist dann eben auch so. Und der steht dann wirklich da in so einem Anzug, so staunend im Bild-Live-Studio, guckt sich alles an. Und dann fragt ihn der Moderator, na, wie war das, als sie da gesagt haben, das mit dem gefickt? Und dann sagt er, ja, so war das. Ich hatte gefickt und dann hatte ich das nächsten Tag gesagt gehabt. Das war wirklich eine Diskussion. Das ist das Interview. Ne? Dass der Promifahrer da bei Bild live steht, ne, und die machen da die Kameras an. Wie, das wie so eine Satire darauf, mit welcher Scheiße man berühmt werden kann. Also wirklich wie eine Folge Simpsons. Und das sagen Joko und Klaas. Das sagen Joko und Klaas, weißt du, wo ich wirklich immer schon, wo mich schon die Angst überfällt, wenn ich wieder irgendwo den Satz lese, stop making stupid people famous, wo ich immer sage, Moment, bitte, ja, unterscheiden Sie. Und meint ihr, der könnte, ist jetzt berühmt genug, um ins Dschungelcamp nächstes Jahr einzuziehen? Wer weiß, man müsste jetzt dranbleiben, ne, man müsste jetzt sofort, müsste eigentlich so ein Helmut Werner, weißt du, ihr kennt doch diesen Manager, Helmut Werner aus Österreich, der, ich glaube, den Mörtel Lugner managt der und so ein paar andere noch. Ich weiß nicht genau wem. Also der müsste jetzt eigentlich aus der Kulisse vom Wiener Opernball springen und sagen, hier ist der Vertrag, lieber Fick-Brummifahrer. Hier meine Agentur heißt 45%. Warum, erkläre ich dir später, unterschreib mal hier. Aber ich verwette mein Taschengeld, ne, dass wirklich irgendein Manager, wahrscheinlich aus Österreich, schon an den rangetreten ist. Ne? Ja klar, und dann kriegt er, wie ich damals, kriegt er so einen Karton mit selbstgebrannten CDs und dann heißt es erstmal, du bist jetzt DJ. Bitteschön, einfach der Reihe nach anmachen, dann wird das. Ja, aber du sagst es, das ist es. Und um 12 Uhr nachts, geht dann das Licht aus, Spot, dann kommt der Chef von der, das ist dann irgendeine Disco in Nürnberg und heißt Tower oder so. Und der Chef, der Sigi, kommt dann und sagt, ja, heute haben wir ihn hier, heute ist der lustige Brummifahrer aus Berlin. So, und jetzt sag mal deinen Satz. Und dann Spot, alle gucken, die ganze Dings dreht sich um, alle, und dann sagt er, ich hab schön gefickt gestern. Und weiter geht die Party. Ja, und aber auch ich so sehe auch einen Ratgeberbuch. Schön gefickt.
So geht es dann die ganze Zeit. Ich sehe auch so ein Ratgeberbuch, ne, so entspannt durch den Alltag, in Klammern schön gefickt. Also weißt du, kannst du richtig gut vermarkten, eigentlich den Mann. Ja, wunderschön gefickt, Teil 2. Nie wieder Bäume umarmen. Genau. Ja. Herrlich. Wisst ihr, was bei mir in der Heimat, als ich da an Weihnachten war, da gibt es eigentlich nur noch ein Gesprächsthema. Ein Gesprächsthema, das ich so nicht auf dem Schirm hatte, das muss ich ehrlich sagen. Und zwar ist es im Saarland, die haben eine gewisse Rivalität zur Pfalz, ja, und damit auch zur Stadt Mainz, seit Hunderten von Jahren, ne? Und da freut man sich fast ein bisschen, dass Mainz jahrhundertelang auch zu einer der ärmsten Städte Deutschlands gehört hat. Ach, das ist so, ja, richtig arm. Ja, also richtig arm, verschuldet, hochverschuldet etc. Und jetzt kam aber die Stadt Mainz zu einem Geldsegen gigantischen Ausmaßes. Und es war mir wirklich, ich hatte daran nicht gedacht, weil die Firma BioNTech zu Mainz gehört, dort angesiedelt ist, haben die Steuereinnahmen von, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube 2 Milliarden Euro überwiesen gekriegt. Die sind auf einmal schuldenfrei und wissen nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Das fand ich krass, weil ich da überhaupt nie drüber nachgedacht habe, was das auch für so eine Firma, die da angesiedelt ist, für so eine Stadt bedeutet, die vielleicht jetzt auch nicht die Größe von Berlin hat, sondern eine, wo man das wirklich merkt und die schwimmen im Geld und das ist gerade so ein bisschen das Gesprächsthema im Saarland. Ne? Haben die jetzt Polizeiautos von Lamborghini? Das könnte man, ne? Also da würde ich, was würdet ihr machen, wenn man so viel Geld hat, dass man nicht mehr weiß, wohin damit als Stadt? Was muss als erstes geändert werden? Naja, also in Mainz, keine Ahnung, ist man jetzt noch zwingend aufs ZDF angewiesen? Kann man abschaffen, ne? Ja. Also zum Regionalsender machen, nur für die Stadt. Wie so, ja, genau, wie so O1, Oldenburger Lokalfernsehen. Ich möchte das in den Fußgängerzonen, kennt ihr das von so feinen Kaffeeshops, da gibt's so gar nicht mal, die haben nicht eine Espresso-Maschine auf dem Tresen, sondern du kannst direkt so einen Hebel ziehen am Tresen und dann kommt das nur aus so einem Hahn der Kaffee raus, der Espresso. Und das möchte ich, dass das kostenlos überall in den Mainzer Fußgängerzonen aufgestellt wird. Dass man sich von der Firma Lamazocco einfach so einen feinen Mahagoni-Hegel ziehst du so runter und kannst dir mal schnell so einen Espresso zapfen. Und dann soll überall Teppich liegen. Überall. Aber so ein Flocati-Flauschteppich und da drüber kommt so ein ganz dünnes Dach, dass ich nie bei Regen nass werde. Dann kann man immer barfuß durch so einen Teppich laufen. Im Grunde muss Mainz wie Dubai aussehen, aber im Grunde schon nächstes Jahr. Ja, aber ich habe mir gedacht, man könnte halt auch so die Straßen komplett durch eine LED-Fläche ersetzen. Oh, und das dann, ist geil. Dann fährt man zur Arbeit und sieht die Nachrichten schon da drauf auf der Straße. Aber Schmidt, das nervt doch. Das wollen doch normale Leute, wollen doch nicht jetzt alles verkabelt haben. Die wollen das so hier, die wollen das so haben wie Jakob, ne? Dass dann alles schön mit so wertigen Mahagoni-Griffen und ein schöner, hochfloriger Flocati-Teppich, das ist doch das, was du dir da vorstellst, ne? So. Ja, total. Ja, ich hätte gerne das so wie in, ist ich doch war so mal, angeschmockt dann. Ich war mal, nein, Quatsch, da muss er die Schuhe ausziehen vorher. Muss er sich merken, wo man die hingestellt hat in der Stadt. Sobald du in Mainz reinkommst, musst du die Schuhe ausziehen. Ja, die stehen da, aber auch natürlich in Goldregalen, die platiniert sind. Musst du deine Schuhe ausziehen und der Bürgermeister bietet dir aber auch Pantöffelchen an. Er sagt, du könntest auch Pantöffelchen tragen. Ja, man muss sich halt sehr gut merken, wo man die geparkt hat, die Schuhe. Wenn man dann wieder ein Schuhparkplatz. Aber man könnte Wiesbaden zum Schuhparkplatz von Mainz machen. Sehr gut. Frankfurt. Warum nicht gleich Frankfurt? Ja oder Frankfurt. Aber das ist die. Das finde ich gut. Und ich war mal im Warner Brothers Movie World und da war ich im Looney Tunes Land. Das ist schon super lange her. Und da war es so, dass die ganze Zeit kamen praktisch aus so Steinen versteckt, ohne dass ich das gesehen habe. Also da waren so kleine so Lautsprecher in Steinen versteckt offenbar. Und da kamen immer diese Geräusche. Ding, 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 ding. Also so Comic-Geräusche, ne? Oder brrrr, ne? Sowas. So. Oh, sehr gut. Und die kamen die ganze Zeit immer, hat man dann immer da, sowas hat man die ganze Zeit gehört und man dachte die ganze Zeit, man ist in Looney Tunes-Land, weil das praktisch von überall so herkam. Und sowas könnte man doch vielleicht auch machen, dass man also so ding, 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 wenn einer schleicht, ne? Wenn einer so, wenn der Kojote oder wenn irgendwer hier, der Typ mit der Knarre, der Dog, wenn der zu Bugs Bunny schleicht, ding, 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 ding. Das ist gut, wenn man zum Bäcker will. Ich dachte noch, man könnte alle Tauben auch durch Fasane auswechseln. Ja, das ist gut, eine Fasanenplage. Das ist gut. Eine richtige, ordentliche Fasanenplage. Und alle Hundebesitzer kriegen einen Tiger. Weil das schöner aussieht. Der FSV Mainz 05 kauft Bayern, ne, und setzt komplett auf die Ersatzbank. Das ist alles drin, ey.
Ja, wir müssen dringend nach Mainz reisen, um da so eine Präsentation mit unseren Vorstellungen zu halten. Also das ist gut, ne? Aber lass erstmal noch die Kröten da abfrühstücken. Erstmal haben wir mal die Kröten da. Und man kann es auch komplett abbauen und irgendwie auf Mallorca wieder, aber das ist, dann wird dann steuerrechtlich schwierig, ne? Da sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen, oder? Wenn wir da und die Region verlassen, ne? Nee, das soll nicht passieren. Ja. Also ich wohne schon praktisch gefühlt in Mainz, ne? Ich habe mich innerlich schon umgemeldet. Ich bin auch schon auf Immo-Scout. Ja, ich habe übrigens, ich habe mir heute ein Outfit angezogen, könnt ihr mich über Video sehen? Ja. Guck mal, das Outfit, das ist mir heute aufgefallen, das unterscheidet sich eigentlich. Steh mal auf. Ja, so, guck mal. Weil ich sehe nur deinen Oberkörper. Ja. Das unterscheidet sich eigentlich nur durch meinen Gesichtsausdruck. Also eigentlich sieht es aus wie Tony Hamadi. Ja. Aber durch meinen Gesichtsausdruck wird es ein Elton John Outfit. Es ist nur der liebe Gesichtsausdruck. Das heißt, wenn man Schmuck trägt und einen Jogginganzug anhat und böse guckt, sieht man aus wie Tony Hamadi. Und wenn man so ganz lieb guckt, so gütig wie eine liebe Oma, dann sieht man aus wie Elton John. Es ist einzig und alleine der Gesichtsausdruck, der da den Ton vorgibt, oder? Ist das nicht interessant? Ja, hat mich die ganze Zeit dran erinnert. Ich wusste auch nicht. Irgendwas ist da anders. Und ich habe mir auch letztens was überlegt, was ich auch noch machen kann. Wisst ihr, was mein kabarettistisches Ich oder auch so ein bisschen mein zwinkerndes Auge, mit dem ich auf die Welt blicke, wisst ihr, wie ich das auch ausdrücken könnte? Habe ich jetzt gesehen bei einem tollen Kollegen, Matthias Riechling. Der hat immer ganz toll die Kanzlerin nachgemacht. Könnt ihr euch an den noch erinnern? So ein Kabarettist? Ja. Jetzt hat er natürlich auch ein Problem, weil Angela Merkel ja gar nicht mehr so oft da ist, ne? Aber der hat sich immer, der hat wirklich gesagt, ich gebe mir jetzt nicht so viel Mühe mit dem Outfit, wie ich jetzt genau aussehe wie die Kanzlerin, sondern ich mache die halt sehr gut nach. Das war, glaube ich, so sein Prinzip. Deswegen hat er sich da einfach so ein Pivi aufgesetzt und mehr oder weniger so ausgesehen wie immer. Mit dem habe ich jetzt auch gesehen. Ich habe gar nicht gewartet, bis der was gesagt hat, weil ich dann schon wieder umgeschaltet habe. Aber ich habe den gesehen, der saß in irgendeiner ernstzunehmenden Talkshow und hatte eine Krawatte um, aber die hat er nicht richtig zugemacht. Und auch den obersten Knopf nicht zugemacht, weil er natürlich die Krawatte trägt wie eine Persiflage auf Leute, die Krawatten tragen. Es ist seine kabarettistische Krawattenvariante. Ja, er trägt eine Krawatte einfach nur so, um zu zeigen, ihr tragt alle Krawatten. Also ich schreibe den jetzt auch noch auf die Liste, ne? Matthias Riechling, oder? Nee, wieso? Wird gehasst von Glashofer. Ich bin begeistert. Ich habe dich mit einem Wort gesagt, dass ich da irgendwas nicht dran mag. Ich habe gesagt, ich finde das toll, ich mache es jetzt auch. Das hörst du da raus. Das stimmt ja gar nicht. Wie findest du denn unseren Podcast, Glas? Der ist sehr gut. Sehr gut. Genauso gut wie Matthias Riechling, finde ich den. Überhaupt Mundart-Comedy, das ist mein Ding. Oh nein, Mundart-Comedy. Letztens Michi Müller, der kriegt immer so drei Sendeplätze in der ARD, hat immer so ein T-Shirt an, wo Drecksack draufsteht. Den kenne ich nur daher, weil der ab und zu mal, ich weiß nicht, der ist so, in irgendeiner Region ist der offenbar der witzigste von denen. Und der darf dann oder hat dann einmal im Jahr drei oder vier Shows in der ARD und der guckt der Politik auch aufs Maul oder wie man sagt. Weil was ist mit Heinz Becker? Ist ja auch Mundart-Comedy. Heinz ist Horror. Richtig scheiße. Finde ich richtig scheiße. Nur wenn du das machst, dann würde ich sagen, das hat was. Ansonsten hasse ich. Ja, das ist ein guter Einstieg, um dem nächsten Saarland zu fahren, ne? Klaas. Ja, wie Heinz Becker muss man da mögen oder so, ne? Den muss man mögen. Ja, der ist so ganz. Du musst erstmal an der Landesgrenze ein Bekenntnis zu Heinz Becker. Ja. Muss man der ist so abgeben. Witzig, ne? Weil der redet so wie die Leute da und aber mit so Augen. Das ist zum einen, es ist auch so ein bisschen eine Liebeserklärung so an die Leute da, aber auch schon so ein bisschen selbstironisch, ne? Wir haben auch schon ihre Eigenarten, die Leute. Und das kriegt er aber gut hin mit so einer. Also der lässt nie den Respekt vermissen da. Aber es ist halt so krass, weil du hast ja wahrscheinlich noch keine Folge gesehen. Also nicht durchgehalten. Aber das ist ein Gebabbel, ein Gelaber. Ein Gebabbel. Einfach da, wer macht das habe ich auch gedacht. Das ist ein Gebabbel, ist das hier, habe ich mir gedacht. Mensch, jetzt das. Und dann habe ich gesagt, den Rest spare ich mir für morgen auf. Du musst dringend aus der Quarantäne da raus. Ne? Du wirst arroganter als Jakob Lund. Das ist aber guck mal, wie böse er auf einmal wird, wenn man gegen Heinz Becker kommt. Ne? Da wird er richtig persönlich getroffen. Ne? Man kann gegen Gott und die Welt was sagen. Man kann sagen, finde ich super, was der Putin da plant. Ne? Da hört man nichts. Ne? Aber wenn man sagt,
hier Heinz Becker, ne? Da ist er scharf angebraten. Also Schmidt, ich wollte dir heute noch die freudige Kunde überbringen, dass ich, wir werden ja tatsächlich bald alle zusammen ins Saarland fahren, um damit die Kröten da unser Dienst zu verrichten, ne? Unsere Bürgerpflicht. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich wollte dir heute verkünden, ich komme mit dir schon früher hin. Wirklich? Ich würde gerne mit dir das Wochenende dort verbringen. Ach was. Und auch gerne auch bei dir, also zu Hause bei deinen Eltern mitschlafen. Ja klar, gibt's Rouladen? Ja. Das sage ich jetzt, ich muss das mal abklären. Du musst das abklären erstmal. Frag mal, ob ich überhaupt kommen darf. Ja, geil. Du hast so ein Glück, an dem Tag Samstag spielt auch Lautern gegen Verl. Ach ja. Dritte Liga, leeres Stadion, hast du Bock? Da habe ich aber Glück gehabt. Nee, also deswegen, auch die sollen schon mal die Leona-Fabrik praktisch auf Stufe 3 stellen, dass ich da. Aber wie ist das dann, wenn du dann da beim Schmidt schläfst, ne? Dann legt ihr dann eine Matratze praktisch neben sein Bett auf dem Boden oder eine Luftmatratze und dann schläfst du da und dann quatscht ihr da bis nach 11 Uhr. Ja, das ist das. Hören noch Bibi Blocksberg und dann wird dann quatschen wir uns. Dann kommt die Mama immer rein und sagt, jetzt ist aber mal gut. Also bei uns kam immer, wenn ich bei Ole geschlafen habe, kam immer irgendwann Rainer, sein Vater, rein, total schlecht gelaunt um 11 und hat gesagt, guck dir wieder Tittenfilme, ich hau euch gleich die Sicherung raus. Und war das eine Metapher für, er haut euch auf die Schnauze oder er haut wirklich die Sicherung raus? Nee, er hat dann wirklich im Keller die Sicherung rausgemacht und dann war es das, also, das mit den Tittenfilmen. Damals kam sowas Schönes auch im Fernsehen, ne? Muss man sich mal überlegen. Ne? Guckt ihr wieder Tittenfilme? Ja, der kannte, da muss man wirklich sagen, der kannte seine Pappenheimer, ne? Aber jetzt mal, Jakob, also es freut mich sehr, dass wir dann noch ein Wochenende da im Saarland verbringen. Aber ich habe das ja so ein bisschen abgegeben in eure Hände, was die Organisation von unserem Krötenabenteuer da angeht, ne? Gibt's da schon News zu vermelden? Hat sich die Stadt Saarbrücken nochmal gemeldet? Warum machen wir das? Na, es ist ja so. Also im Grunde hast du ja hier in dem Podcast mitgebracht einen Aufruf. Ja, einen Aufruf. Einen Aufruf, dass man das jetzt wieder gerade Ende Februar, Anfang März die Zeit ist, wo fleißige Freiwillige gesucht werden, die Kröten über die Fahrbahnen helfen. Mhm. Weil die haben da irgendwie, die müssen da Einkäufe, die haben Erledigungen zu machen und was der Teufel, die sind halt eben auf dem Bein da auch schon früh morgens und die sind aber nicht verkehrsgeschult. Jetzt könnte man entweder hingehen und sagen, die müssen vielleicht mal 2 Wochen auf Verkehrsübungsplatz und jemand geht mal mit denen die Regeln durch oder man sagt einfach, komm schnell und unbürokratisch, Handschuhe an, angegrapscht da die schleimigen Dinger und dann hilft man denen einfach rüber. So wird es jetzt eben auch gemacht, deutschlandweit. Und gerade im Saarland ist da wohl extrem Bedarf, weil es sehr viele Kröten und wenig Menschen gibt. So habe ich mir das erklärt, weil das könnte man ja sonst auch, was weiß ich, in Brandenburg machen. Oder andersrum. Ja. So, und das hast du vorgetragen und dann hat Klaas, der Idiot, gesagt, da kommen wir sofort, da fahren wir hin. Und der Ärger ist inzwischen verraucht. Das war wahrscheinlich schon Corona, was da aus ihm gesprochen hat. Das muss aus ihm gesprochen werden. Der Ärger ist verraucht, die Realität hält Einzug. Und es ist nun so, dass auch die Bürgermeisterin von Saarbrücken gesagt hat, also wir haben zwar nicht BioNTech, aber wir haben hier auch was zu bieten. Wir haben Kröten. Und deswegen haben wir gesagt, wir helfen da. Und sie hat gesagt, pro Kröte und pro Molch. Nee, pro Kröte zahlt sie 1 Euro. Und pro Lurch oder Molch, ich weiß es nicht. Irgendein anderes schleimiges Vieh, da gibt es sogar 2 Euro. Warum gibt es dafür die 2 Euro? Ist, ne? Warum ja, weil die bestimmt aber können wir besonders denn, kann man eine Seele mit einem Preisschild wohl versehen? Offensichtlich. Und die Bürgermeisterin hat sich auch nochmal bei uns gemeldet, Schmitti, das sind die Neuigkeiten. Und hat nochmal ihre Einladung bestätigt. Es hat sich Radio Salü gemeldet, das ist wohl ein Radiosender. Nee. Nein. Da müssen wir natürlich auch nochmal vorbeigehen. Wir wollen ins Rathaus fahren. Dann gibt es einen großen Empfang. Ey, Jakob, wirklich, jetzt mal ohne Scheiß. Gibt es natürlich auch Musik. Es ist auch für Musik gesorgt wohl. Mhm. Jakob. Und Schmitti, du hast dir ja gewünscht von Klaas, dass du mal eine Brücke einweihst. Und auch da sind wir praktisch dran. Aber heißt die dann auch so? Ja, sicher. Stopp. Also jetzt mal ohne Scheiß, Alabama, ne? Ich verstehe, warum ihr das super witzig findet. Und wenn wir sagen, wir fahren nach Oldenburg, finde ich das auch ultra witzig. Da würde ich mich benehmen wie der allerletzte. Das war nächstes Jahr. Aber ihr fahrt auch wieder heim. Meine armen Eltern sitzen da immer noch, nachdem es in Radio Salü, also wir gehen nicht ins Radio. Wir gehen auf gar keinen Fall ins Radio. Wir gehen nicht nach Kirberg.
Wir packen da die Kröten über die Straßen, dann fahren wir wieder heim. Und wirklich, 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 das ist hier, ich scheiß mir das nicht vor die eigene Hütte. Aber du tust hier, also du, was du hier gerade machst, ist der wirklich zurück ins Leben geholte Streisand-Effekt. Jetzt zähl das doch nicht alles auf, was wir dann doch machen. Ich hab's notiert. Kirberg heißt das, ne? Ja, Radio Salü. Salü heißt sowas wie Guten Tag. Genau. Da kommen wir dann vorbei. Was wollen wir da? Was wollt ihr denn im Einmal Radio? Einmal Salü sagen. Das wirst du doch dann sehen, Schmidti. Wir wollen jetzt erstmal im Zentrum von allem. Ich mache ein paar Salü-Schüsse. Das gerät mir jetzt zu sehr in den Hintergrund. Steht immer noch die Kröte und die Hilfe, die schnell und unbürokratisch hier passiert. Deswegen reisen wir extra 72 Stunden ins Saarland runter aus Berlin, um den Kröten da einfach schnell und unbürokratisch zu helfen. Und das ist das Zentrum, nicht da deine Befindlichkeit. Sag mal, wenn ich dann da bin, ne, kann ich dann auch bei dir schlafen eigentlich oder muss ich mir jetzt für viel Geld ein Hotel buchen? Kriegen wir das geregelt, das ist nicht das Problem. Solange die Kamera ausbleibt, bei allem, was meine also wirklich, die Kröten, alles gut, aber das mit dem Radio wird nochmal diskutiert, ne, ob das denn wirklich Sinn macht. Also wir wollen doch, guck mal, wir sind doch Multiplikatoren, weißt du doch. Wir müssen also unsere Tierliebe, die müssen wir multiplizieren mit allem, was uns zur Verfügung damit steht. Damit viele mitmachen. Wir brauchen auch viele, die mitmachen. Stell mal vor, exakt. Weißt du. Deswegen müssen wir das auch im Fernsehen zeigen, weißt du, was wie das den Ziel den sein muss? Helfen. Weißt du, was das Ziel sein muss? Wir machen eine Kampagne, die heißt 1:1. So, das ist die große Kampagne. Alle sagen, 1:1, was soll das heißen? 1:1. Ja. So, und das ist das große Ziel. Natürlich werden wir es vielleicht nicht erreichen oder so, aber ist egal. Eine Krötpanie. Wir werden das Ziel, die Kampagne ist 1:1. Und dann werden die uns bei Salü fragen, was heißt denn 1:1? Dann sage ich, wir wollen so viele Leute, wollen wir holen, dass das Verhältnis Kröte-Mensch 1:1 ist. Das ist gut, Klasse. Sehr gut. Das machen wir. Jeder Mensch. 1:1. Weißt du, es ist doch so, wenn jeder Mensch nur 1 Euro spendet, ne, dann haben wir 8 Milliarden Euro. Tja. So. Und deswegen, so ist es auch. Wenn jeder Mensch, so viele Leute hinkommen, dass jeder nur eine Kröte tragen muss, dann haben wir sehr viel CO2 verblasen. Für die Leute, die da hinkommen. Aber das ist egal, weil wir müssen irgendwo anfangen. Und ich möchte das jetzt, ich zähle jetzt von 3 runter und dann läuft jetzt hier der neue Jingle zur Krötpanie 1:1. 3, 2, 1. Jedes Frühjahr gehen eine Menge Kröten flöten. Das muss nicht sein. Das Charity-Event des Jahres wartet auf dich. 1:1. Ein Mensch, eine Kröte. Sei kein Frosch und trage Amphibien über vielbefahrene Bundes- und Landstraßen. Getreu dem Motto, viele Hände, schnelles Ende, schaffen wir gemeinsam, was Glück und Intellekt der Kröte nicht vermag. Sicher und schnell zum Bumsen zu kommen. Komm auch du, greif zu. Ein Mensch, eine Kröte. 1:1. Ja, gefällt mir gut, was Pfeife da gemacht hat. Die neue Kampagne, 1:1. Ein Mensch, ein Kröderich. Und mit dem Programm wollt ihr zu Radio Salü. Ja klar, wir haben jetzt eine Kampagne, weißt du? Das ist Charity. Wir sind jetzt auch Charity-Ladies, Schmidt. So ist es. Wir drei sind die sympathischen Charity-Ladies Ich bring ganz viel Hyaluron mit. Ich rufe hiermit auf an meine Landsleute aus dem Saarland. Ne? Macht euch nicht so klein. Ja, auch Radio Salü hat es nicht nötig, dass so ein Sermon in ihrem Sender da, bist du dir da sicher? In die Autos getragen Willst wird. Willst du die Aussage nochmal überprüfen, ob Radio Salü das nicht nötig hat, über Kröten zu reden? Willst du die Aussage vielleicht nochmal auf den Prüfstand legen? Naja, Schmidti, die Reise ist eh gebucht. Es ist nicht mehr abzuwenden. Liebe Familie Schmidt, ich komme früher 2 Tage. Ich würde mich freuen, wenn ich da einen Schlafplatz bei euch bekomme und freue mich jetzt schon auf das, was wir unternehmen. Und dann komme ich an, ne? Du bist schon 2 Tage vorher da. Das ganze Haus ist leer gefressen, inklusive Mülleimer, der Hund ist vergewaltigt und dann komme ich. Da reden wir jetzt nochmal drüber, ne? Den Mülleimer lasse ich in Ruhe, Klaas. Meine arme Mutter, ey. Ja. Ey, Schmidti, es gibt was Neues aus dem Technikbereich. Oha. Und das würde ich euch gerne vorstellen. Es gibt was Brandneues und zwar, es gibt eine Gaststätte und die sind der Zukunft mehr als zugewandt. Die haben sich nämlich gesagt, was soll ich mit einem Kellner groß? Ich setze auf einen Roboter. Und dieser Roboter, Schmidti, und da sehe ich eben auch die Verbindung zu uns, der heißt wie du, der heißt Schmidti. Und wir können mal hier als erstes mal den Mann holen, diesen Visionär,
der als erstes bereit war, einen Menschen durch einen Schmitty-Roboter zu ersetzen, womit ich dann auch gleich hier beim Podcast wieder ankomme. Aber hören wir erstmal den Mann, der gesagt hat, Mensch, so ein Kellner, der ist eigentlich, war zu überbewertet, das kann ja auch ein Roboter, bitteschön. Wir hatten einen Mitarbeiter in der Küche, der immer schnell gelaufen ist, wieder uns verlassen hat, haben wir gesagt, wir brauchen wieder einen Schmitty. Deswegen hat jetzt der Roboter den Namen Schmitty bekommen. So, und da ist jetzt in dieser Gaststätte, müsst ihr euch vorstellen, das ist ein weißer Roboter mit einem Display, der sieht auch ganz süß aus. Und jetzt gibt es die nächste Gemeinsamkeit mit dir, Schmitty. Der hat ein Katzengesicht und man kann den Schmitty sogar so ein bisschen streicheln, dann macht er nämlich dieses Geräusch. Streicheln Sie mich am Kopf. Das juckt, miau. Wie schön. Ja, wo, hast du das eingesprochen, Schmitty? Hast du das eingesprochen? Mach mal das Schnurren, mach nochmal das Schnurrenpfeife. Das macht der Roboter? Das macht der Roboter. Und wenn man einen Witz erzählt, dann lacht er so. Ganz natürlich. Und das ist das nicht irre? Hier gibt es noch ein paar Informationen zu Schmitty, dem Roboter, vom Besitzer selber. Auch beim Personal war anfangs gedacht, auch Ängste vielleicht da, es wird der Arbeitsplatz genommen, aber das war ganz schnell weg, dass die sofort gemerkt haben, das ist eigentlich eine Hilfe und ist eine Bereicherung, weil es ihnen ja auch die Teller den ganzen Tag zu tragen geht, auch ins Kreuz. Und in die Beine, da hilft der Schmitty auch, das zu entlasten. So, Schmitty, und jetzt sind bei dir sicher jetzt auch Ängste da. Jetzt gibt es da einen Roboter, der heißt wie du, der macht im Grunde dieselben Geräusche. Also ich will dir diese Ängste nehmen. Also noch sind wir hier zu dritt, Schmitty. Aber wenn du mal krank bist, wenn du mal nicht kannst, ja, ne? Nur dann kommt er zum Einsatz. Jetzt mach dir erstmal gar keine Sorgen. Für mich muss man sagen, nur dann ist der kommt auch er wirklich zum Einsatz. Der ist für mich auch eine Bereicherung. Der Schmitty? Das ist eine Bereicherung. Also Schmitty, mach dir keine Sorgen. Jetzt mach dir wirklich keine Sorgen. Nur wenn du mal krank bist oder... Also mit dem Schmitty könnt ihr ins Saarland fahren, ne? Der fährt mit, der steigt ein. Ja, auf dem fahren ist wir Ist das was? Ist das ist was? Super, super. Gut, ne? Der kann sogar extra langsam fahren, wenn auf ihm Suppe oder heißer Kaffee steht. Dann aber fährt ist er das, extra langsam. Aber ist das auch einer, den man einfach nur mit einem Knopfdruck auch direkt zum Pflegeroboter umprogrammieren kann? Das heißt, wenn sich einer vollkleckert, kann er auch helfen. Ja, aber ich frage mich ernsthaft, also das, wer hat den entwickelt? Und wurde der nur entwickelt, dieser Schmitty da, für das Restaurant oder für die Kneipe? Das kommt aus Japan, glaube ich. Das ist tatsächlich ein Roboter, den man so kaufen kann. Und der ist so ein bisschen wie so ein Tablettwagen bei McDonald's, nur in klein. Ja. Du kannst da Tabletts reinschieben und das essen und dann fährt er an die Plätze. Das und hat da so ein süßes Katzengesicht wie du, Schmitty, und schnurrt und gibt einem Suppe. Ja, stimmt, das ist echt was sozusagen. Oh, das ist wirklich der nächste Schritt weg von der Menschheit für dich, Thomas. Du musst aufpassen. Auch scheiße, Roboter, ne? Klaas, auch noch scheiße. Weil ich notiere es schnell. Nein, du musst aufpassen. Nein, ich Roboter und Zukunft überhaupt, ne? Nervt auch wie Sau. Ja, ne? Ja, Future. Oh Gott, der lacht wie ich. Ey, ihr seid doch auch kulinarische Freunde. Ich habe noch was aus der feinen Welt. Wollt ihr ein Rezept haben? Ich traue mir ja schon gar nicht mehr, die nächste Sache nicht gut zu finden hier. Los, farb den Jingle. Exquisiter Kaffee, handgefertigte Macarons, sehr gute Weine. Der Genuss bei Jakob Lund. Ich habe ganz schnell ein Rezept, ich habe einen eigenen Cocktail erfunden. So, jetzt staunt ihr zurecht. Und ich gebe jetzt allen Baywatch Berlin-HörerInnen das Rezept in die Hand. Natürlich alle, die auch wirklich, alle, die alt genug sind, um Alkohol zu trinken. Weil klar, du hast ja auch die Pflanze und die Kinder mit begrüßt am Anfang dieses Podcasts. Und Kinder sollten diesen Cocktail definitiv nicht trinken, denn er hat schon extrem viel Alkohol. Und für die Blumen ist es auch nichts, nehme ich an. Nee, für Blumen ist auch, ich glaube auch, gerade wenn jetzt die Krokusse so mühsam ihr Köpfchen durch die Erde schießen, dann wäre das die falsche Flüssigkeit, um die da drauf zu machen. Denn es ist eine spezielle, von mir erfundene, kein Witz, Interpretation, ist Negroni. Und ich sage euch kurz, wie macht man Negroni? Negroni, man nimmt 3cl Gin, 3cl Martini und 3cl Campari und schüttet das auf einen ganz großen Eiswürfel und dann macht man eine Zeste, da schneidet man von der Orange die Haut ab und rührt damit um und das ist ein Negroni. Und wenn man jetzt noch 3cl Limoncello draufkippt,
dann wird es ein Lundgroni und der schmeckt fantastisch. Ich bin komplett abhängig davon geworden und bin gerade, um ehrlich zu sein, in der Entwöhnungsphase, weil mir das so lecker schmeckt, dass ich schon zum Müsli eigentlich Bock drauf habe morgens. Und das muss jetzt erstmal wieder ein Ende haben. Aber ich möchte euch allen dieses Rezept an die Hand geben. Das schmeckt wirklich köstlich. Das müsst ihr mal zu Hause nachmachen. Aber aus deinem Interesse machst du das auch im Büro? Also trinkst du da auch im Büro? Noch nicht. Noch nicht. Danke, Jakob. Das ist aber, ich weiß, gerne. Ich habe auch letztens, war ich auch zu Gast und da wurde mir auch ein Negroni gemacht. Und ich habe eingetrunken und er hat mich wirklich komplett weggehämmert. Ja, ist herrlich. Ja. Was heißt herrlich? Also ich war wirklich richtig betrunken nach einem. Also richtig betrunken. Ja, und was willst du da? Also ist doch schön. So ist das doch gedacht. Ja, ich verstehe schon, aber. Warst du überrascht? Jetzt, oder wie? Hui, der Alkohol. Nee, der macht da war ja das was. In Ordnung, wenn man das ab und zu mal macht oder so. Aber du sprichst von, hast da Wörter in den Mund genommen wie Entwöhnungsphase und praktisch auf den Alkohol, der jetzt in den Grundmix reinkommt, ist ja dein Rezept nur noch mehr Alkohol drauf zu machen. Und Limoncello hat, glaube ich, die Grundlage von Wodka, oder? Nee, das weiß ich ehrlich gesagt. Ja, eben, genau. Ich hat nicht 40%. Also meine Mutter macht manchmal selber Limoncello, damit sie sich dann auch ihre... Ja, die macht manchmal... Warum habe ich den noch nicht kosten dürfen? Ja, der hält ja mal nicht so lange, ne? Den muss man dann schnell austrinken, gerade beim Bratwurst zu Hause hält er nicht so lange. Aber das ist... meine Mutter macht manchmal so selber dann so besonderen Alkohol, um sich das auch ein bisschen zu rechtfertigen, habe ich den Eindruck. Ne, also wenn man jetzt einfach direkt Wodka aus der Flasche trinkt, dann merkt man es dann auch irgendwann selber. Ne, da merkt man dann nur, weiß ich nicht, ne? Also, ob das... Klar, stell das sofort richtig. Ich möchte nicht, aber wenn man, einen Ärger mit deiner Mutter bekomme. Aber wenn man jetzt selber Limoncello macht zum Beispiel und sich da von jeden Abend eine Flasche reinmetert, dann hat man das Gefühl, ach, jetzt habe ich mir aber was Schönes hier selber gemacht und so. Vielleicht, ich habe den Eindruck, meine Mutter redet sich damit das auch ein bisschen schön. So. Also Schmitti, wenn ich bei dir im Saarland bin, in der elterlichen Stube, dann mache ich uns so einen. Ja. Ja, aber nochmal, also kannst du nach einem da noch stehen? Ja, absolut, klar. Logo. Also ich nicht. Ja. Aber das wird jetzt nicht so, da diese Krötennummer, jetzt nur mal so unter uns, ne? Jetzt wirklich unter uns. Wenn wir da diese Kröten da, wir werden vorher und auch währenddessen, das wird jetzt nicht Weinmesse 2 jetzt nur mit Fröschen, ne? Nee, also das nicht. Das nicht, aber ich glaube schon, dass muss man echt gucken, dass ich wo man da ein bisschen Mut, nein, dass ich da ein bisschen da muss Mut man gucken, wo man hintritt. Das geht nicht. Da muss man wirklich gucken. Ich glaube, ich brauche da ein bisschen Mut und da ist es eine ganz fantastische Weingegend. Ich habe erst letzte Woche habe ich einen fantastischen Riesling getrunken aus Bernkastel. Kues. Bernkastel Kues, das ist auch da um die Ecke und vielleicht brauche ich da so ein Fläschchen noch so für den, damit ich den Kröten auch du auf musst Augenhöhe gucken, wo du kann. Hintrittst. Das die ist das schielen Richtige. Ja auch. Ey, wenn das rauskommt, dass du besoffen auf so einen Molch getreten bist, ne? Da kannst du gleich bei Radio Salü mal erklären, was da los war, ne? Morgens die 2 Euro gehen dann auf mich. Ja. Leute, ihr müsst da wirklich, wenn wir das machen, müsst ihr der Versuchung widerstehen, einfach nur die ganze Zeit alle zu verarschen, die euch da über den Weg laufen, inklusive wie mir. Wie bitte? Machen wir nicht. Das kleine sympathische Heimatland, das wird nicht angetastet, ne? Ich wir sage holen da die dir, Molche über die Straße ey, wir können hier, das. Ich sag mal eins, ne, auch für alle Leute. Hier im Podcast hat man immer eine große Schnauze und so, ne? Und hier sind wir auch immer frech wie Oscar und so weiter und reden dann immer so irgendwas, ne? Das ist natürlich auch einfach hier hinter dem Mikrofon, wo man keinen Kontakt hat. Aber und das Dampfplaudern. Aber sowohl Jakob als auch ich und du ja sowieso Schmitti, wir sind ja wirklich alle sehr gut erzogen. Und vor Ort würde mir im Leben nicht einfallen, mich da respektlos zu verhalten. Und dann meine ich das auch so. Da wäre mir das viel zu peinlich, da irgendwie so überheblich da so rumzugecken da machen wir das dann und fertig. Klar ist das hier irgendwie witzig und wir reden darüber und so, aber das will ich mal klarstellen. Wenn wir da hingehen, dann machen wir das, dann kann man ja auch gute Laune dabei haben, aber wenn ich einen erwische, der auch nur irgendeinen dann da so komisch anquatscht von der Seite, kriegt der auch mit mir Ärger. Da wird das gemacht, vernünftig und auch im Rathaus wird sich benommen, da ziehen wir uns auch was Vernünftiges an, da betrinkt sich niemand vorher und auch währenddessen nicht. Und wir wollen einen guten Eindruck hinterlassen. Die Leute sollen 2 Wochen später noch sagen, ja, klar, reden die viel Quatsch im Podcast, aber wenn sie da sind, sind die super nett. So ist es. Den Eindruck möchte ich hinterlassen. Bien sûr, so ist es. Das war wirklich jetzt richtig überzeugend, aber ich frage mich, warum ihr Kameras mitnehmt. Wenn das nur seriös durchgezogen weil wir Multiplikatoren wird. Mann, Schmitty, du hast wieder nicht zugehört. Es geht doch um die Kröt-Kampagne. Das ist 1:1, die große Kröt-Kampagne. Können wir das nochmal einmal abspielen? Pfeife einmal noch den Jingle, bitte. 1:1. Hier zur Erinnerung, nochmal für dich, Schmitty. 1:1.
komm auch du, greif zu. Ein Mensch, eine Kröte. 1:1. Kröte-Mensch so, muss im Verhältnis 1:1. Kröte-Mensch-Verhältnis. Ja. KM. Ja, lass. Also komm. Lass mich. Wir sind deine Schenkel. 1:1. Oh Gott. Ja, also die Energie des Tages ist jetzt rausgesorgt. Bei dir? Jetzt würde ich arbeiten. Ey, ich will noch was wissen kurz. Darf ich mein Rezept vom Lund-Gruni, dürfen wir das in die Shownotes packen? Seid ihr da einverstanden? Ja. Dass die Leute können dann das Rezept aus dem Podcast nachkochen. Ja, nun. Ach, komm, pack's rein. Danke. Ja. Ich habe mir letztens nochmal angeguckt, irgendwer hat mir das geschickt und dann habe ich mir das nochmal angeschaut. Da waren Joko und ich bei der NDR Talkshow oder sowas, ne? Oder Riverboat oder irgendwie, weißt du, wo so. Hättest du so gelbe Haare? Ja, da ist so gelbe Haare, weil ich da Jennifer gerade gedreht habe und diesen Ingo da gespielt habe. Da hatte ich immer so absichtlich gelb gefärbte Haare, so richtig pissgelb. Und da saßen wir da und das war so, also eine von diesen Talkshows, wo so ältere Leute im Kreis sitzen und sich was erzählen, ne? Und da waren wir eben als Gäste. Und weiß gar nicht mehr warum, irgendwas haben wir da erzählt. Und da war aber so eine Köchin und die hat wirklich, jetzt wo du sagst hier Rezept und so, das ist ja jetzt eigentlich nicht unsere Welt, ne? Die hat gefühlt 20 Minuten darüber geredet, wie man Mayonnaise macht. Und irgendwann ist es Joko und mir aufgefallen, dass die also im Fernsehen vor allen Leuten immer noch brennend vor Leidenschaft für dieses Thema darüber spricht, wie man leckere Mayonnaise macht. Und als ich, und wir, das war unabgesprochen, ich habe dann Joko irgendwann angeschaut und mich auch angeschaut und ich wusste, okay, wir beide haben jetzt geschnallt, dass die also offenbar an dem Thema Mayonnaise sich ein bisschen festgebissen hat. Und das war der Moment, wo wir nicht mehr konnten. Und das ist so schlimm. Es ist tatsächlich, es passiert mir am allermeisten mit Joko natürlich, dass ich so doll lachen muss, dass es mir wirklich fast aus den Ohren wieder rauskommt. Und in Situationen, wo man das nicht darf, das ist uns auch schon mal passiert bei so einer Veranstaltung vom Grimme-Institut, da dieses Bergfest, ne, wo dann Patrick Barnas da so eine Rede gehalten hat, sich die Hose irgendwie bis kurz unter die Nippel gezogen hatte, ja, und irgendwie sonderbar aussah und dann da so, naja, so feuilletonistischen Krams geredet hat, der auf den die Laudatio geschrieben war, also auch zwischenzeitlich mal ein Fragezeichen erkennbar war über seinem Kopf. Wir durften uns da nicht anschauen. Und wenn das, und das gibt's aber bei YouTube, da sieht man wirklich, wie es uns komplett zerreißt und wie es uns auch gleichzeitig peinlich ist, weil wir uns voll geschworen haben, dass wir uns gut benehmen da. Und es klappt aber nicht. Ja, vor allem wie schlimm, wenn man dann gefragt wird, was ist so witzig, ne? Ja, was ist so witzig? Und ich musste da sagen, nix, alles auch in der Mayonnaise und so. Man kann das nicht erklären, ne? Schlimm. Echt schlimm. So, ich gehe zu Hause, gucke noch ein bisschen Olympia. Da, wie die da praktisch ihre Skisprungschanze dann hinterm Atommeiler oder was das da ist. Habt ihr das gesehen? Hinten steht da so ein riesen Schornstein. Es sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Und mitten in die Landschaft haben die da einfach so eine Skisprungschanze reingezimmert. Es ist denen alles egal. Ne? Das ist auch so ein Simpsons-Setting, ne? Ey, wie im Don Sven Center sieht es da aus. So. Naja. Okay, Leute. Das war der Hass-Podcast mit Glashäufer Umlauf. Nächste Woche wird alles positiv. Du alter Dreckspopulist, ey. Du nimmst dir immer irgendwas und jazzt das hoch hier, damit du da eine Überschrift hast, ne? Sagt der Macher von, wie heißt eure beschissene Krötenkampagne da? 1:1. Da mal. 1:1. Genau. Tut mir leid, dass du Tiere hast, aber ich kann nichts dafür. Ich gehe jetzt gucken, wo ich den Schmidt hierher kriege. Hm. Ja, wir auch. Der kann meine komplette Arbeit übernehmen hier, ne? Ah, das wäre schön. Der geht doch mal ans Telefon wahrscheinlich, ne? Kann man so einstellen. Du Wichser, bist gestern schon wieder nicht ans Telefon gegangen. Es war morgens um 8. Ja? Oh, ja. Sorry. Gut, kann sein. Okay, gut, also bis dann, ja? Tschüss. Ja, tschüss. Danke, Ende. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag,
überall, wo es Podcasts gibt.